Was ist Ihnen Ihr Auto wert? Und was sind Sie bereit dafür zu tun, damit Sie möglichst lange Freude daran haben? Bevor ich auf diese Fragen näher eingehe, möchte ich mich Ihnen gerne vorstellen. Mein Name ist Pola Jungmann von der Firma Mutwege. Meine große Leidenschaft ist es, mit Menschen und für Menschen etwas zu bewegen. Und ich gehe darin auf, Menschen zuzuhören, sie zu verstehen und gemeinsam eine Lösung für das jeweilige Thema zu erarbeiten. Ich war mehr als 20 Jahre in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen für das Personalmanagement zuständig. Mit meinen Teams haben wir vom Eintritt eines Mitarbeiters bis zum Austritt jeweils alle Themen verantworten dürfen. Und in dieser Zeit habe ich erlebt, was es heißt, wenn Menschen übereinander statt miteinander reden. Das führt häufig zu Unmut und im schlimmsten Falle sogar zu Konflikten. Und auch eine schlechte Führungskultur hat große Auswirkungen. Sie zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass die Produktivität im Unternehmen sinkt. Und genau das ist der Grund, warum ich Ihnen Unterstützung zu den Themen Führung, Kommunikation, Konfliktmanagement und Zeit- und Selbstmanagement anbiete. Denn ich glaube, dass das die Stellschrauben sind, mit denen Ihre Mitarbeiter zufriedener werden und damit motivierter und leistungsstärker sind. Kommen wir zurück auf die Eingangsfrage. Ich vermute, Sie geben Ihr Auto regelmäßig in die Inspektion, um einfach länger Freude daran zu haben. Warum machen Sie das nicht auch mit Ihren Mitarbeitern? Lassen Sie uns gerne in einem ersten Gespräch klären, was in einer Inspektion nötig ist, damit Ihre Mitarbeiter gerne bei Ihnen arbeiten und die Produktivität steigt. Denn mein Ziel ist es, dass der Erfolg Ihres Unternehmens sich nicht nur in Zahlen ausdrückt, sondern auch in einem wertschätzenden Miteinander. Auch im Privaten kann eine Inspektion manchmal sinnvoll sein. Das ist der Grund, warum sich mein Coaching-Angebot auch an Privatpersonen richtet. Sie wünschen sich mehr Klarheit, Perspektive und Lebensfreude? Dann lade ich Sie ein zu einem Coaching-Spaziergang im Krefelder Stadtwald. Ich bin dabei Ihr Begleiter und gebe Ihnen durch meine Fragen die Möglichkeit zur Reflexion. Denn durch die Bewegung in der Natur kommen auch Ihre Gedanken mehr in Bewegung und schenken Ihnen die Möglichkeit, Wege zu Ihrem Ziel zu finden. Sie wünschen sich mehr über mein Angebot zu erfahren? Dann melden Sie sich gerne bei mir. Gemeinsam beschreiten wir neue Mutwege. Denn aus mutig wird möglich.